und herzlich willkommen bei Grizzles Delicious. Heute zaubern wir zusammen ein richtig leckeres Bratapfeldessert. Das schichten wir. Heute machen wir das auch in kleinen Weggläsern. Und wer das nicht hat, kann das natürlich auch einfach in einer schönen Glasschale anrichten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zugucken. Für die Bratapfelfüllung benötigen wir einmal 6 Äpfel, eine Zitrone, davon die Schale und den Saft, ein Sternanis, ein Teelöffel Zimt gemahlen und 50 Gramm Vollrohrzucker. So, als erstes schälen wir jetzt erst einmal die Äpfel und bevor ich die Schale abnehme, entkerne ich die erstmal. Damit nutze ich hier unseren Entkerner von Pampered Chef. Da gibt es natürlich einige auf dem Markt. Ich hatte auch früher einen anderen, der war etwas kleiner im Durchmesser. Und was ich bei unserem natürlich super praktisch finde, das hatte mein anderer nicht, ist, dass man, wenn man, ich zeig's euch mal. Also durch die Zacken kann man das eindeutig einfacher einführen. Und das Tolle ist, dass wir das hier einmal hochklipsen können und einfach rausnehmen können. Und das ist dann im Endeffekt der einzige Verschnitt, den wir haben. Ihr seht, wir haben alles komplett rausbekommen. Und die Schale, die schäle ich einfach mit meinem Schälmesser ganz dünn ab. Die werfe ich auch nicht weg, die gebe ich gleich in einen Extratopf, tue dann da einfach den Rest von unserem Dessert, also wenn das hier der Sternanis übrig ist, mache ich da rein und füge dann einfach noch ein bisschen Zimt rein und lasse das Ganze einfach aufkochen und dann hat man einen richtig leckeren winterlichen Apfeltee. Also ich mache mich jetzt erst einmal an das Schälen. Jetzt müssen wir die Äpfel in feine Würfel schneiden. Ich benutze dafür hier meinen Alligator. Ich versuche euch den bei Amazon mal zu verlinken, falls es den noch gibt. Den habe ich schon länger. Der kann quasi das Ganze in ganz feine Stifte schneiden. Und dazu werde ich die einfach nur halbieren. Dann nochmal in Streifen schneiden, damit die Stäbe nicht zu lang werden. Und dann wird das Ganze nämlich einfach nur hier reingelegt und zugedrückt. Wenn die Mia da ist, ist das übrigens Mias Job. Die hilft da immer mit. Und das mache ich jetzt mit allen Äpfeln. So, die Zitrone, die habe ich bereits natürlich schon gewaschen. Jetzt nehmen wir erst einmal, schälen wir die Schale. Dann nehme ich von uns einfach die ganz feine Reibe und da gebe ich euch den Tipp, dass ihr nicht so macht. So kann man es auch machen. Dann sieht man aber nicht, wann wir zu den Weißen kommen. Und das Weiße wollen wir nicht. Wir wollen nur die Schale haben, nur das Gelbe. Denn das Weiße macht das Ganze dann bitter. Und deswegen ist es am einfachsten, man nimmt die Reibe und macht das Ganze quasi verkehrt herum. So, und ich mache das Ganze jetzt über dem Topf. Dann halbieren wir das Ganze und dann pressen wir da noch den Saft rein. Und danach geben wir eigentlich nur die anderen Zutaten hinzu und verrühren das Ganze und lassen das Ganze für 10 Minuten köcheln. Für die Karamellsoße benötigen wir einmal 100 Gramm Zucker, dann 80 Gramm Sahne, 70 Gramm Butter. Beides sollte ungefähr Zimmertemperatur haben, also tut ihr euch die zwei Zutaten auf jeden Fall schon mal vorher abwägen, bevor ihr mit den Apfelschnitzen anfängt. Dann benötigen wir noch einen Teelöffel Vanilleextrakt und eine Prise Salz. So, wir geben jetzt als erstes den Zucker in den Topf, karamellisieren den.
Wenn der Zucker schön karamellisiert ist, ich nehme euch gleich mit der Kamera ganz nah ran, dass ihr diesen Moment auch nicht verpasst, dann geben wir die Butter hinzu. Und deswegen sollte sie da auch zimmerwarm sein, denn sonst brutzelt das extrem auf. Da müsst ihr schön aufpassen, dass ihr euch nicht verbrennt mit dem heißen Karamell. Geben dann das Vanilleextrakt und die Prise Salz hinzu und lassen das Ganze so lange einkochen, bis das so ein bisschen dickflüssiger geworden ist. Wenn es dann so ein bisschen dickflüssig ist, geben wir dann die Sahne hinzu und lassen es nochmal kurz aufkochen. Für unser weihnachtliches Granola benötigen wir einfach nur 250 Gramm zarte Haferflocken, 100 Gramm Honig und ein bisschen Vanilleextrakt. Und wer das Ganze dann noch zimtiger haben will, aber ich habe es jetzt extra weggelassen, weil wir ja noch in der Creme Zimt drin haben, verfeinern wir das jetzt nur mit Vanille. Als erstes, ich habe jetzt schon mal den Backofen auf 200 Grad Ober-Unterhitze vorgeheizt, heizt ihr jetzt euren am besten auch auf. Und ich gebe jetzt einfach alles hier in den James und vermische das Ganze mit der Hand. Wer das nicht machen mag, der kann das einfach in der KitchenAid rühren mit dem Flachrührer. Dann macht ihr euch gar keine Finger schmutzig. Und was ich noch sagen wollte, wer das Ganze glutenfrei herstellen will, der benutzt jetzt einfach nur glutenfreie Haferflocken, die gibt es genauso zu kaufen. Lässt zum Schluss, geben wir zu dem Granola dann noch Amaretinis dazu. Da brauchen wir dann 200 Gramm, das zeige ich euch dann aber gleich beim Fertigstellen vom Dessert. Ich glaube, es ist zumindest schwer zu finden, Amaretini-Kekse in glutenfrei. Wenn ja, kaufe ich euch einfach die. Oder, was auch sehr, sehr gut schmeckt, ist, dass ich habe bei der letzten Feier einfach Amaretto-Likör. Und da so einen schon guten Schuss. Also ich habe das dann einfach dann hier so ein bisschen drüber geträufelt. Und das war auch sehr lecker. Dann hat man nämlich so einen ganz dezenten Amaretto-Geschmack. Kann ich euch nur empfehlen. So, ich vermische das Ganze jetzt und dann kommt es in den Backofen für etwa 20 Minuten bei mir. Wer nicht weiß, wie der Backofen ist, da würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, erstmal auf 15 Minuten zu stellen. Wichtig ist, es sollte nur goldbraun sein und nicht verkokeln, denn das schmeckt man am Ende. Für die Creme benötigen wir einmal 500 Gramm Schlagsahne, 500 Gramm Mascarpone, 50 Gramm Puderzucker, 1 Teelöffel Zimt und 1 Teelöffel Vanilleextrakt. Die Zubereitung der Creme, die ist jetzt ganz einfach. Wir geben einfach nur alle Zutaten in den Topf rein und dann schlagen wir das Ganze schön cremig mit dem Schneebesen. Wer das Rezept jetzt auch in kleinen Weckgläschen zubereiten will, der sollte sich jetzt auch nebenbei dann schon mal eine Spritztülle vorbereiten und ich mache jetzt einfach hier einen ganz einfachen Lochaufsatz drauf.
Man kann es auch ohne machen, aber es ist doch ein bisschen einfacher mit dem Spritzen. Man kann da schon ein bisschen präziser spritzen, wenn man da nochmal eine Tülle dran setzt. Und wer das Ganze doch im Glas zubereiten will, da schichtet ihr quasi gleich alles ganz genauso gleich mit, der spart sich den Schritt, und dann könnt ihr es einfach direkt in eure Glasschüssel reingeben. Also starten wir mit der Creme. So, seht ihr, die Creme, die ist jetzt richtig schön steif geschlagen und da benötigt man auch gar keinen Sahnesteif oder sowas und so könnt ihr es dann quasi auch problemlos glutenfrei zubereiten. So, ich habe mir jetzt schon mal hier meine Straße aufgebaut. Das kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr das in Weggläschen macht, dass ihr euch die direkt alle einfach in eine Reihe stellt und on the top dann direkt alles in eine Reihe, was ihr reinschichten wollt. Was jetzt bei den Gläschen zu beachten ist, oder auch so, dass ihr quasi jetzt, ich habe jetzt die Hälfte der Creme schon mal da reingefüllt und wir nehmen von allem die Hälfte, die wir jetzt in der ersten Runde verteilen und danach gibt es noch eine Schicht. Ich bin mal gespannt, wie es aufgeht in den Gläschen. Und die, die das jetzt im Glas machen, die schichten das jetzt quasi mit der gleichen Reihenfolge ins Glas. Als erstes verteilen wir die Creme in die Gläschen. So, jetzt zerbröseln wir die Amaretinis rein. Einfach mit der Hand so drüber bröseln. Ich habe jetzt übrigens noch plus 8 Gläschen dazugestellt. Also sind das dann 20 Portionen in Gläschen. Und jetzt bröseln wir die schön fein. Jetzt verteilen wir das Granola darüber. Das mache ich jetzt einfach auch immer mit einem Löffel. Mit dem Granola ist genau aufgegangen, wenn man wirklich nur 2 Löffel überall verteilt. Jetzt verteilen wir die Karamellsoße, also auch ungefähr die Hälfte. Ich schau mal gerade, wie viel ich mache. Ich rühre die nochmal um. Und dann seht ihr, die hat ungefähr so eine Konsistenz. Also da verteile ich auch ungefähr ein Löffel pro Glas. Also wenn man das in den Weggläschen zubereitet, dann ist es schwieriger mit dem Löffel das Karamell schön zu verteilen. Deswegen gebe ich das jetzt hier in sowas, das hat ein ganz schmales Loch. Schaut mal, was ich hier habe. Total leckere Karamell-Fudge. Oder wie werden die ausgesprochen? Die sind super lecker. Wenn ihr die nicht da habt, ist es nicht schlimm, aber die geben auf jeden Fall nochmal den richtigen Kick. Von denen gebe ich jetzt auch einfach ein paar in die Gläschen rein. Also ungefähr immer so eine, ja, ein bisschen weniger als eine Handvoll. Und jetzt verteilen wir auch schon die Apfelschicht. Dabei achten wir einfach immer darauf, oder beim Schichten generell ist es wichtig, dass man immer schön bis zum Rand drückt. Und mit der Apfelschicht drücke ich auch das Granola ein bisschen runter. 3 Teelöffel.
So, ich habe jetzt hier die ganzen Äpfel verteilt, auch ein bisschen mehr als die Hälfte. Das ist aber nicht schlimm, weil wir jetzt bei der zweiten Schicht, die wir gleich genauso machen, oben weniger Platz haben für die Äpfelchen. Deswegen denke ich, wird es hinkommen. Also jetzt fangen wir wieder mit der Creme an und machen das Ganze nochmal. Also, wenn ihr das Granola einfüllt, dann kann man das Ganze nochmal mit dem Löffel ein bisschen festdrücken. Das habe ich jetzt hier überall gemacht. Und jetzt verteile ich wieder die Amarettini-Kekse. Und beim Aufspritzen ist es halt immer schön wichtig, dass man immer schön am Rand lang spritzt. So, und bei der letzten Schicht gebe ich erst die Apfelschnitze drauf und danach das Karamell, damit das ein bisschen Deko ist. Und je nachdem, wie das Glas dann ausschaut und gefüllt ist, gebe ich eventuell noch einen Amarettini-Keks drauf. Generell finde ich es immer schön, wenn man mit dem dekoriert, was auch im Glas drin steckt. Und hier drücke ich die Apfelschnitze auch wieder schön fest dran. So, und jetzt gebe ich bei den großen Gläschen noch ein Amarettini bei. Das finde ich dann optisch ganz schön. Und bei Marc kann dann noch ein bisschen Glitzerpuderzucker drüber streuen. So, wir haben es endlich geschafft. Ja, der Aufwand in den Gläschen ist natürlich viel, viel höher, als wenn ihr das einfach in einer Glasschale macht. Da geht das Ganze viel, viel schneller. Ihr könnt das Rezept ja auch schon am Vortag vorbereiten und am nächsten Tag servieren, weil ich finde, ein Dessert ist immer super, wenn man das schon vorher gemacht hat und an dem Tag dann gar keinen Stress hat. Also, ihr seht, das ist richtig schön geschichtet. Man sieht auch eigentlich alles, was drin ist. Karamell, Apfel, die leckere Zimtcreme und zusammen zum Beispiel mit dem Apfeltee, den ich euch vorhin schon gesagt habe, kann man das dann so perfekt servieren. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zubereiten. Das schmeckt wirklich sehr, sehr lecker und probiert es bitte, bitte, bitte aus. Das Rezept ist wie immer unten in der Infobox verlinkt, genauso wie alle Helferlines, die ich vom Pamper Chef benutzt habe, die verlinke ich euch auch und alles das, was ich vom so benutze und nicht vom Pamper Chef habe, versuche ich euch einfach über Amazon zu verlinken. Ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Rezeptvideo wieder. Bis dann. Tschüss.